talking the truth. I don't know if you're from Hamburg or Frankfurt, but believe today I am glad to welcome these humans to Trinidad. I want to tell you, Skylar, I don't know if you're from Stuttgart, but listen carefully. Germans always welcome to this country. So we singing, Valerie, Valera, Valerie, Valera. Well, you both there enjoying life, just like husband and wife. You look like a good technician, working for this human television. Well, today, believe I'm proud and glad to welcome your visit to Trinidad. And without no kind of bacchanal, I hope you enjoy yourself up carnival. So before you go, I will say long life in my calypso, and treating you as a friend. Believe me, we came to an end. Ich kam nach Trinidad auf dem Weg nach Suriname, weil ich die Buschneger Schnitzerei sehen wollte. Die war die sehr schön, vollkommen abstrakt. Und ich wollte mal was anderes sehen als in Haiti und Jamaika, die ganze Folklore oder so Rasta-Schnitzerei. Und da wollte ich mal das Richtige sehen. Die sind weggelaufen, mittendrin in der Sklaverei im Busch verschwunden und haben das Afrikanische behalten. Und da auf dem Wege musste ich in Trinidad stoppen. Da war ich zufällig am Hafen, da hat einer zu mir gesagt, oh, guck mal, und das ist ein Tobegonia. Und da habe ich gesagt, aha. So sehen die aus. Und als ich das dann sah, da bin ich dann sofort mal eben hier rüber und habe mal geguckt. Und ich hatte schon ein Foto von einem, weil eine Freundin jemand hier geheiratet hat. Und dann habe ich das Foto mitgenommen und bin in das Dorf hier Egypt gegangen und habe gesagt, ich möchte den finden, Albert Prinz. Da haben die mich da hingesetzt. Da habe ich den dann gesehen und dachte, ach Gott, der hat ja auch noch Schultern an dem Gesicht. Also nicht nur war das mein Idealgesicht, sondern das war auch noch ein richtiger Kerl. Und am nächsten Tag sind wir schon zusammengezogen. Es ging ganz schnell. Ich habe gesagt, weißt du, ich bin Bildhauer. Und dann habe ich gesagt, okay, let's get some wood. Und dann haben wir gleich Holz besorgt. Nächsten Tag, es ging sofort los. Das erste Holz, was wir auch so fanden, das war dann, lag dann im Tal, denn der hatte mir oder uns so eine Hütte gebaut und hat mich da auch wirklich reingetragen. Ja. Wunderschön. Und diese Hütte, die hatte ein tiefes Tal, was an der Seite wieder hochgeht. Und unten im Tal lagen alte Zedernstämme. Und da habe ich dann so um mich geguckt. Berg da, Berg da, Berg da. Da konnte weder London nicht sehen, Kalifornien konnte nicht sehen, New York konnte ich sehen, Deutschland konnte ich sehen, nichts. Da habe ich gesagt, so, jetzt mache ich, was ich will. Da fing das an. Und das war wirklich so, dass ich mich so weit entfernen musste von dem ganzen Kunstzeug, um das zu machen, was ich eigentlich wollte. In Kalifornien war man ja frei, da kann man machen, was man will. Aber nicht in Deutschland. Da muss man Kunst machen, und zwar moderne Kunst, progressive Kunst. Und das ist genau das, was mir nicht liegt. Das muss jeder für sich wissen. Meine Talente wären verschwendet, wenn ich mein ganzes Leben mich danach gerichtet hätte, was ich hätte machen müssen. Sowieso hätte ich ja Sekretärin werden sollen. Ach ja, die finden das ja sowieso total unmöglich, dass man nun Holz hier reinbringt. Was ist denn mit unserem Holz nicht in Ordnung? Wir haben doch auch Holz hier. Warum können sie nicht unseres benutzen? Die finden das als Beleidigung, dass ich das hier reinbringe. Wenn ich dann noch so sage, ich möchte aber keine hier abhauen, das verstehen die auch nicht. Die wissen auch nicht, dass ich da alles so liegen habe und das ganz einfach geht. Move that away from the head. Yes, and do some dancing. Yes, great. Roger, why funny, Mamsi Aliko? Yeah, one. Why not Aliko now? Do it on the other one too. On this one, try it on now. Try some arms. Yes, yes, yes. Nice. Yeah. Okay, and on the fellas here, you could do the same thing. So he is doing, you know, he's doing the whatever. Yes? Mm-hmm.
I mean, he's digging. Mm-hmm. No, no, this one is down, but that's... It's not. Yeah. Something like that. But the alliance can no come man. Back. No man. I come back down. Well, it's from the dance, you know, you go like, yippee, thing. Werden fein gearbeitet mit einem feinen Meißel. Und dann werden die Arme angesetzt. Das mache ich aber flach. Also ich klemme hier hinter so eine Pappe oder so ein großes Stück Papier oder so eine Pappe. Auf jeden Fall, weil es ja steif, nagel ich hier dran. Und dann zeichne ich Möglichkeiten an, was der machen könnte. Ich mache das ja meistens selbst, ne? Mit der Stellung hier. Macht er wahrscheinlich so, also dann müsste ich das hier, das zeichne ich mir dann auf und dann sehe ich, dann habe ich diese ganzen Stücke, das werden dann die Arme. Hand, das ist genau abgezählt, was hier da dran kommt. Kannst du dir mal vorstellen, was das so schrecklich ist, nicht? Hier die Verbindung und dann das Stück, das ist immer furchtbar, also so ein Arm dauert ewig. Man kann rechnen für so einen Arm 3-4 Tage bestimmt. Und der natürlich, der Hut ist ab, da müssen überall wieder vollkommen eingesetzt werden, Ohren sind ab. Guck mal, das muss so viel muss hier geflickt werden, wenn das zu Ende gerissen ist, nicht? Dass man das so doll sieht, ich finde das nicht gut. Und wenn das Holz sehr schön ist und nichts falsch, zum Beispiel der Fuchs, der ist ein sehr schönes Holz. Aber der hatte dann auch Risse und die musste ich flicken und das stört. Aber der brauchte überhaupt keine Farbe. Und irgendwie finde ich das im Moment noch ganz gut. Es kommt immer darauf an, ob es mir 3 Monate später noch gefällt, dann lasse ich es. Wenn nicht, dann nicht. Weil die verändern sich ja so oft. Und wenn es einmal okay ist und keiner, auch von meinen Jungs, nicht sagt, dann kann es so bleiben. Ah. What have we here for the children? Right here. Yeah. Tasha? No, that's too good for you. There you go. Nice. Tumble. Das ist ja so witzig. Ich hau die da im Wald in so einer Lichtung am Anfang und jetzt stehen die hier als Harlem Renaissance Cabaret, Vaudeville, Vaudeville Tänzer. Das ist schon sehr absurd. Wenn ich dann in die Eifel gehe und dem Förster sage, guck, erinnern Sie sich noch das Stück Holz, gucken Sie mal, nicht? Was habe ich daraus gemacht? Finden die prima.
Yeah. Jig. They wobble the head. Ah ja, der Hals, der wackelt. Die Füße wobbeln. Der Mann hat immer so einen Hut auf, wird grundsätzlich barfuß getanzt. Ist der Nationaltanz von Trinidad und Tobago. Von Tobago. Und der Rock, der geht auf und wird dann so benutzt als Butterfly. So was ähnliches. So. Und dann hat der Mann immer seine Hände hier hinten. Das ist so typisch. Und lehnt sich ganz weit vor. Und macht ganz andere Schritte, eher wie so ein Huhn. So ganz schneller oder so, weil er eher wie ein Gockel. Der will ihr imponieren. Und sie macht nur schön. Und auch ihren Hintern nach so immer. So geht das. So ungefähr. Jig war immer Jig, weil diese Skulptur sehr bekannt ist. Die bekannteste, die ich überhaupt habe. Die kennt jeder, weil die stand jahrelang im Museum. Da wurde sie überall ausgestellt, auch in Südtrinidad, überall rum, dann oben am Fort. Wenn irgendjemand irgendwas über Tobago macht, fotografieren sie den Jig und nehmen das. Das war ganz am Anfang, als ich nach Tobago kam, da hatte ich gar keine Ahnung davon. Da habe ich ein Foto gesehen und da habe ich gefragt, was ist das denn, Jig? Und da hat der Nachbar mir erzählt, das geht so und so und hat es mir vorgemacht. Und den Stoff haben die um den Baum gebunden, um einen anderen Baum, um mir zu zeigen, wie das ist, nicht? Jetzt weiß ich ja, wie das ist, aber damals, als ich das gemacht habe, habe ich den Jig noch nie gesehen. Der hat auch gesungen für mich. Mama, was immer das denn war, ne? Come and dance, something. Der kam von selbst, eine Woche war der fertig. Der war gut, ich meine, der ist wirklich prima. Und die Leute erkennen auch dieses Gesicht eben, weil es ist ein typisches Tobago-Gesicht. Ich finde, das sind die schönsten Menschen der Welt für mich. Die haben das Geschlossene wie die Asiatischen, die haben oft Schlitzaugen. Das steht nicht so alles so vor, das ist es gar nicht, was mich fasziniert. Das sind dieses, was mich an afrikanische Skulptur aus Benin erinnert. So sehen die aus. Und das fasziniert mich eben, das ganz Runde, Geschlossene. Lange Hälse, wunderschöne Figuren. Körperbau, Bewegung, regal, langsam, immer stolz, grundsätzlich alles. Auch wenn der Knabe so klein ist, schafft er das noch auf mich runterzugucken irgendwie. Das ist egal, ne? Hauptsache königlich. Und so sind die. Und das bewundere ich sehr. I'm in the 3rd of October, Barbados Carnival, yes sir. Bacchanal, the 3rd of October, Barbados Carnival. You could imagine the way I was feeling to play Carnival in Barbados the morning. Men jumping with kush kush on the nose, jumping all about and blasting these calypsos. Ah, ah. Whip, she mama in Shizugulungzu. I jump like a grasshopper, my head reach up to the planet Jupiter. I dress in a kimono, Richard dress up in his girlfriend Talala. The rats hugging up aristocrats, Democrats kissing the sandpats, no discrimination. Human kissing, porcupine perspiration, and they blasting. Ah, 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 ah. Emily, family. I say it's Emily, family. Die Liebe ist der Grundstock zu vielen Dingen. Und so fing das überhaupt an. Immer wenn ich mal verliebt war in so einen Typen, man kann die ja nicht heiraten, will ich die sowieso nicht. In meinem Haus will ich die auch nicht haben, in meinem Bett möglichst auch nichts. Dauernd da rumliegen oder sowas, das kann ich nicht aushalten. Also wenn ich so einen Typ so schick finde, ich schnitze mir den und dann habe ich den. Und dann ist die Sache erledigt. Prima. Und so sind ganz viele entstanden. Ich behandle die Männer eher mit Watte ein bisschen, weil die müssen ja im Leben etwas machen. Die Frauen können sich immer verlieben. Wenn die Frauen sich verlieben, ist es aus mit der Kunst. Die haben ja so ein, die geben sich auf, um dem Mann zu dienen. Wie jede Frau, wie auch Maria Magdalena oder wer auch immer, Prototyp. Die Männer hängen am Kreuz, lassen sich verbrennen, annageln für eine Idee, das würde eine Frau nicht machen. Niemals. Sie würde ihren Mann verteidigen, ihre Kinder vor allen Dingen. Aber die würde sich nicht ans Kreuz nageln lassen für eine Idee. Das hat ja die eine
gemacht, wie heißt sie nochmal, Johanna von Orleans, die hat es gemacht. Man kann immer ein Außenseiter sein und ein Martyr, wenn man das will als Frau. Aber ich würde den Männern erstens empfehlen, einen anständigen Job zu machen und ein Auto zu kaufen und die Frauen schön ausführen, denen erstmal anständige Klamotten kaufen und dann in Stil doch mit denen paradieren. Das ist das, was eigentlich schön ist. Und so sehe ich, dass die Frauen eben das auch lieber sein lassen und die Männer unterstützen sollten. Die sind fragil, die Männer, und die Frauen sind stabil. Und somit brauchen die Männer Hilfe bei ihrer schweren Arbeit, sich in die Welt herauszuwagen und sich auch noch durchzusetzen mit irgendwelchen neuen Ideen und Modernitäten, was ja von ihnen verlangt wird. They're getting worse. Tomorrow I have to do them on the wheel. You know? Yeah. Keiner. Ich schau nicht. Ja, yeah, alright. Ich würde ja auch keinen heiraten. Weil ich mir das unmöglich vorstelle, dass ich sagen würde, und dies ist mein Mann. Ich meine, was ist das denn? Das kann ich nicht. Das ist unmöglich, ist unmöglich. Es ist wie ein Klotz am Bein. Hier ist so ein Ring- und Zementblock, den ich mir hinter mir herschleppe. Und stell dir mal vor, der Mann hätte auch noch eine Laune oder überhaupt irgendwas anderes. Nein, das ist unmöglich. Das kann ich mir nicht leisten. Das will ich nicht. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich bewundere Männer und ich finde sie entzückend. Aber ich möchte sie nicht, außer wenn sie mir helfen, möchte ich sie nicht neben mir leben haben. Das ist für mich nicht denkbar. Das ist störend. Weil die natürlich, die brauchen sehr viel Hilfe und ich brauche alles für mich. Nicht für mich, weil ich mich selber nicht wichtig nehme, sondern für meine Arbeit eben. Wenn sich das überhaupt lohnt, dass man das macht, dann muss man das machen, damit das Werk und das Lebenswerk abgeschlossen wird. Und da kann man nicht noch irgendwas verschwenden an irgendwas anderes. Tja, manche sagen ja, dass sie also Mann wirklich zu anstrengend finden. Ne? Und ich würde natürlich als Mann, es macht ja auch mal Spaß hier so. Also dieses ganze Gehabe, wie die dann immer so machen und so. Das ist natürlich, wäre auch mal ganz schön. Bloß die Arbeit, dazu hätte ich ja keine Lust. Das muss man ja durchhalten als Mann. Und dann hat man auch noch die Frauen am Hals, die einen hängen. Nee, also nee. Dann würde ich, als Mann würde ich dann wohl schwul, ne? Dann ist es wieder alles beim Alten.